Ja, ein unglaublicher, unvergesslicher Tag, wirklich wie ein Traum, alles auf mich einprasselt. Also sehr viel Gedanken, sehr viele Emotionen und ja, unvergesslich einfach. Ich habe ständig die Medaille im Kopf gehabt. Also wirklich permanent ist wieder gekommen, okay, du kannst da heute wirklich Olympiasieger werden. Es ist alles zum Greifen nah. Viel von den letzten Jahren, viele Momente, wo für mich schwer waren, sind mir ein bisschen durch den Kopf gegangen. Die vielen sportlichen Rückschläge, die ich einstecken muss, so viele beinharte Trainingseinheiten, die ich ganz allein absolviert habe. Und ja, vor allem auch die ganzen Menschen, die einfach hinter mir gestanden sind und da über die Jahre so hart auch mitgeschafft haben für den Erfolg. Natürlich die Familie auch. Die Familie ist einfach mein größter Rückhalt gesehen in all den Jahren, im Erfolg und Misserfolg. Ein Sohn, speziell ein Kind, braucht einfach einen Vater und keinen Olympiasieger. Und ich muss wirklich sagen, der Papa ist immer unheimlich geduldig gesehen mit mir und auch mit meiner Schwester. Er hat immer gesagt, ihr könnt machen ja im Leben, was ihr wollt, solange ihr das mit Herz macht, werden Mama und ich euch immer unterstützen. Und das hat man auch wirklich immer gespürt. Es ist die Hölle los daheim. Und schön zum Sehen, dass sich so viele Leute mitfreuen. Und wir sind natürlich alle wirklich, wirklich dankbar und glücklich.